Ja, hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Heute in der letzten Einsteigerreihe, in der letzten Folge der Einsteigerreihe, so rum ist, habe ich's. Und zwar geht es heute um die Hornet. Aber ich möchte gerne dem noch eine Kleinigkeit voransetzen. Da wurde ich nämlich aufmerksam gemacht in den Kommentaren. Und zwar den fliegenden Sarg. Wie ich es liebevoll nenne, weil es hinten so aussieht. Ich möchte gerne den ersten Teil der Folge nutzen und einfach nochmal die Mustang Beta zeigen. Die Mustang hatten wir ja ganz am Anfang schon mal. Ich weiß nicht, warum fliegender Sarg. Es sieht aus wie ein fliegender Sarg hier, das Mittelding für mich. Keine Ahnung. Aber es ist cool, ist ein richtig cooles Schiff. Wirklich ein sehr, sehr awesome gutes Schiff. Weil es gibt vielleicht einen oder anderen, der sagt, Mensch, ich möchte gerne den Mustang haben, aber ich möchte trotzdem gerne ein Bett haben. Dann könntet ihr theoretisch auf die grandiose Idee kommen und sagen, hey, ich grade meine Mustang Alpha einfach zur Mustang Beta ab. So, ich habe es noch im Browser, Sekunde eben, die kostet nämlich ein bisschen mehr, lasst mich mal nicht lügen. Einen Moment, ich gehe mal kurz hier rein, so, lalalala. Na komm, lade, du komische Seite. So, genau, Mustang, zack. Und zwar, die Mustang Alpha kostet ja $30 oder hat einen Wert von $30, die Mustang Beta kostet $40. Das heißt, sie ist quasi das Zwischending zwischen der Mustang Alpha und der Avenger, weil die Avenger kostet ja $50. Also für einen Zehner weniger könntet ihr auf die Mustang Beta upgraden. Ne? So, warum sollte man das tun? Welchen Sinn hat das Ganze? Naja, dieses Schiff wird als Pathfinder gehandelt und sollte somit für alle jene interessant sein, die sagen, ich möchte ein Starterschiff haben, wovon ich ausgehend mir noch wesentlich coolere Sachen erspielen kann, möchte aber gleichzeitig nicht auf ein Bett verzichten und ich will jetzt nicht einen Fuffi rausschmeißen. Für einen Avenger zum Beispiel, ne? So, und dann wäre halt die Mustang Beta quasi die eierlegende Wollmilchsau. Ich zeige euch auch gleich warum. Er bestaunt es auch schon. Hallo, Fremder. Na, wo ist dein Schiff? Da hinten ist die Avenger. Los, geht zu Avenger. Ja, genau. Lauf! Flieg durch die Welt. Sei frei. So. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Sie unterscheiden sich rein optisch jetzt nur ein bisschen. Also, wir haben halt hinten eben hier diesen Bereich. Wenn ihr euch noch daran erinnert, bei der Alpha war das hier hinten quasi so ein bisschen ausgehöhlt, wie mit einem Löffel so rausgeschabt worden. Ne? So, ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Übrigens, mal so ganz nebenbei, hallo, darf ich da mal rein? Jetzt. Wenn meine Stimme manchmal so ein bisschen verwurschtelt klingt, ich weiß es nicht, mir ist es ganz wenige Male aufgefallen und auch nur ganz, ganz kurz. Ich experimentiere noch mit einer Rauschunterdrückung, die eigentlich völlig unnütz ist, aber egal. Also da bitte nicht davon irgendwie ärgern lassen, ne? So, also, die Mustang Beta. Und ihr seht, der Innenraum ist schon vollkommen anders, denn klar, Pilotensitz haben wir hier. Und wir haben, aha, einen kompletten Innenraum. Tatsächlich komplett. Wir haben ein, warte mal, Licht an. Das ist ja alles so schwarz glänzend. Wir haben, ich drücke mich mal, ein Klo, was eine wirklich unglaublich interessante Form hat, weil es so nach unten geneigt ist. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich da hinsetzen würde, ich würde hier runterrutschen, direkt auf den Boden. Aber gut, vielleicht ist das so gewollt. Duschen kann man hier, glaube ich, nicht. Wobei, ich weiß ja nicht, ob ich hier duschen wollte. Zumindest ist hier kein Abfluss. Also duschen geht nicht, aber wir haben ein gut verstautes Klo. So, dann haben wir eine Kochfläche. Kann ich die benutzen? Nee, aber ich kann hier oben aufmachen. Ich kann, ja, ich kann Dinge öffnen. Wir haben eine Mikrowelle. Ach, die gehen automatisch wieder zu. Wir haben eine Mikrowelle. Die kann ich aber nicht benutzen. Wir haben einen Herd mit, oder? Ist es Waschbecken? Ah nee, das ist Waschbecken, oder? Ja. Genau, doch, da ist nämlich der Wasserhahn, ne? Das ist alles so schwarz glänzend hier, ne? So, dann haben wir hier, glaube ich, noch einen Ofen. Vielleicht auch nicht, da bin ich mir unsicher. Wir haben hier unten noch ein paar Schubladen, auch die kann man öffnen. Weiß es nicht, welche. Die kann ich öffnen. Okay. Dann haben wir hier hinten einen Sitz, da können wir essen, zum Beispiel. Ne? So, kann man sich hier so rüber seitlich lehnen und einfach mal eine Runde schnabulieren. Außen an sich, geht das hier gut? Warte mal. Oh Gott. Also, ja, das wollte ich euch nicht zeigen. Moment. Ah, jetzt. Nein, 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 nein. Das wäre mal wieder auf YouTube hier gesperrt. So. Ach Gott.
Ja, tut mir leid. Auf jeden Fall, ihr seht, also wir können uns hier hinsetzen, ne? Das wollte ich auch nur zeigen. Dann haben wir einen kleinen Bug, der hier noch beim Aufstehen auftaucht, offenbar. Jetzt geht's wieder. Das ist alles ein bisschen eng, ne? Wir haben hier rechts irgendwas, da bin ich jetzt überfragt, das geht auch nicht auf. Das könnte eine Dusche sein. Auf jeden Fall ist da nochmal was. Was steht da dran? Warte mal, da steht irgendwas. Danger, stay clear. Ah ja, okay. Okay, müssen wir vorsichtig sein. Und wir haben eben ein Bett. Wir haben ein Bett in der Mustang Beta. Und das heißt, wir können es eben hier auch auslocken. Theoretisch, wenn wir das wollen, ne? So, ich drücke mal auf H. Ganz kurz husten. So. Und damit ist dieses Schiff eigentlich, also aus der Sicht eines absoluten Einsteigers, der echt nicht zu viel Geld reinstecken will, ist das perfekte Schiff. Das absolut perfekte Schiff. Weil es ist das günstigste Schiff, was einfach alles hat. Bett, Küche, Klo, Sitz, Pilot, alles. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das sieht aus wie irgendwelche Frachtboxen. Hier oben ist ansonsten nichts mehr, ne? Genau. Und ja, ist es halt wirklich arscheng. Also, man muss sich schon fast durchducken. Allerdings will ich nochmal anmerken, dass die Mustang gereworked wird. Ich vermute, wie gesagt, nicht drauf festnageln, das ist nur eine Vermutung, dass diese Art von Innenraum hier für die normale Mustang ebenfalls Standard wird und dass alles nochmal ein bisschen größer wird, weil die Mustang wird größer. Das wissen wir ja schon. Ich weiß nicht, wie viel größer, aber sie wird auf jeden Fall ein bisschen größer. Und dann ist das vielleicht auch hier nicht mehr ganz so eng. So, aber das Ganze ist ja auch wichtig. Das muss ja auch so sein hier mit dem ganzen Kram, denn es ist ein Pathfinder. Das heißt, es ist kein Frachter. Fracht geht hier, glaube ich, generell nicht. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Da nochmal auf der Homepage einfach nachgucken, ob mit dem Schiff Fracht geht. Aber ich vermute nicht, weil wir haben ja keinen Platz. Aber wir können eben einen Questgegenstand einfach hier abstellen oder hier in so eine... in so ein Ding reinlegen hier. Und das geht also alles. Und das Cockpit ist relativ geräumig für so ein normales kleines Cockpit. Das heißt, wir können ja drauf einsteigen. Kraxeln davor. Das sieht immer super aus. So. Und dann haben wir halt unseren ganz normalen, ja, unsere ganz normale Optik in der Mustang. Das heißt, der Rest ist, soweit ich weiß, gleich. Vermutlich hat sie auch, warte, Flight, hallo? Flight ready? Klebeback. All systems operational. Vermutlich hat sie noch ein bisschen bessere Möglichkeiten. Shield at full strength. Ja, vermutlich hat sie noch ein bisschen bessere Möglichkeiten, also weiter zu fliegen. Würde ich jetzt mal annehmen, weil es ist ja ein Pathfinder, das heißt, also Pfadfinder, das heißt also, der einsame Wolf, ja, im All, der sollte auch über genügend Treibstoff verfügen. Aber da das, wie gesagt, ja alles nochmal rebalanced wird, würde ich mich jetzt darauf gerne nicht festlegen wollen. Ich denke, wir können zusammenfassend zu dem Schiff sagen, es ist einfach eine deutlich innen, also von den inneren Werten her, wie man so schön sagt, deutlich bessere Alternative zur normalen Mustang. Ne? Also die könntet ihr euch theoretisch einfach upgraden für $10. Das sind ungefähr 7,50 Euro ohne Steuer. Mit Steuer werden es dann ungefähr 8, 9 Euro sein. Ja, 8,50 oder so. Könntet ihr eure normale Mustang, die ihr ja dann schon habt im Starter Package, upgraden auf dieses hier. Und das würde ich jedem, der bei der Mustang bleiben will, auch... ich würde es euch schon empfehlen, doch. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Das ist keine schlechte Idee. Ihr müsst halt überlegen, für eine Avenger, klar, die kann noch mal ein bisschen mehr, aber wobei, eigentlich kann sie nicht zwingend mehr. Sie hat zwar ein Bett, aber sie hat keine Küche. Sie hat kein Klo. Ich weiß nicht, wie relevant das Spiel sein wird. Also ob man irgendwie Harndrang hat, so wie in Sims, keine Ahnung, wäre denkbar. Ich vermute eher, dass das Ganze mit NPCs dann auch mal eine Rolle spielt. Werden wir dann aber noch sehen. Eine Landung oder ähnliches mache ich jetzt übrigens nicht, ne? Weil das Flugverhalten ist identisch zur normalen Mustang Alpha. Das wäre jetzt Zeitverschwendung, hier nochmal den Kram zu machen. Ich düse nur nochmal so ein bisschen durch die Gegend. Mal in den Normalmodus gehen. Fahrwerk haben wir hier auch nicht, also so richtige Landefüße oder ähnliches. Die sind quasi immer offen, wie ihr seht, ne? diese Landestreben da. Ah, scheiße.
scheiß Erkältung. So, sorry. Aber auf jeden Fall, zu Avenger müsste man halt das Doppelte zuzahlen, ne? Also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt die Mustang Alpha, die ist $30 wert. Die Avenger kostet $50 ohne Steuer. Das heißt, da müsste man ein 20 drauflegen und für dieses Ding hier nur ein 10er ohne Steuer. Also Dollar, ne? Immer Dollar. Euro ist halt entsprechend ein bisschen weniger. So, ja. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal gezeigt haben. Das ist sehr, sehr wichtig, das Schiff. Ich bin gespannt, was sie daraus machen nach dem Redesign. Werden wir alles sehen. Wenn es dann redesigned wurde, dann gucken wir es uns auf jeden Fall nochmal an. So. Ich würde sagen, wir landen hier einmal. Warte. Habe ich irgendwo das Display? Nee, muss ich mir wieder einstellen. Menü. Komms. Ort Odisa. Gucken, wo ich landen darf. Please proceed to assigned landing bay. Ah ja, da unten rechts habe ich gesehen. Oh, perfekt, da kann ich ja direkt hier Autoland machen. Muhaha. Sehr, sehr gut. Habe ich schon mal erwähnt, dass man irgendwie auch Skins kaufen kann? Habe ich glaube schon erwähnt, ne? Also, wenn euch irgendwie die Farben von dem Schiff nicht gefallen, lasst euch davon nicht irritieren. Man kann später die Schiffe reskinnen quasi. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass das geplant ist. Es kann, Dankeschön. Es kann sein, dass das dann vielleicht auch... Have a pleasant stay. Press to unlock. Wo kann ich jetzt hier, warte mal, wo kann ich jetzt hier... Power off, da habe ich es ganz leicht gesehen. Es kann sein, dass das dann Echtgeldsachen sind. Also es wird vermutlich später so sein mit dem Geld im Spiel. Es wird wohl keine Abo-Gebühr geben. Aber sie werden es wohl so ähnlich lösen. Oh, hallo, ich will hier raus. Sie werden es wohl so ähnlich lösen, wie das in Overwatch gemacht ist. Das heißt, ihr könnt dann für Echtgeld Skins kaufen oder ähnliches. Ich komme nicht raus. Ich komme aus dem Schiff. Ah, doch. Exit-Chip, sehr gut. Also ihr könnt ja dann irgendwelche Skins kaufen, ne? Oder irgendwelche Hunger-Items oder irgendwelche lustigen, keine Ahnung, Spielzeug-Dino, den ihr euch, ne, so ein Wackeldackel-Typ da, den ihr euch auf den, hier irgendwo reinsetzen könnt. Pipapo. Das werden wir alles noch sehen. Da gibt es schon ein paar so Merch-Geschichten, so In-Game-Merch, sag ich mal, dazu. Und das kostet halt alles echt Geld. Das wird man sich auch nicht kaufen können im Spiel. Mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Ne? Dass sie halt immer auch Geld haben, um weiter das Spiel dann später zu entwickeln, wenn es draußen ist. Aber wie gesagt, das ist ja noch lange hin. Das werden wir dann alles sehen, wenn es dann soweit ist. So, genau. Jetzt spawne ich mir einmal nochmal die Hornet. So, und da kann ich euch mal erklären, warum ich mir die aufgehoben habe bis zum Schluss. Weil es ist mir ein bisschen unklar, warum man die Mustang in einem Starter-Package verkauft. Würde der ein oder andere vielleicht sagen, ja, das ist halt für die Fighter. Ne? Wäre ja auch richtig. Warte mal, ich spawn sie mir mal. Die Mustang. Quatsch. Sag mal Mustang. Die Hornet. Wo ist er hin? Ach da. Bin heute blind, sorry. Also, klar, es ist ein Fighter. Your ship has been delivered to the following landing pad. Also für alle die, die ins Würs reingehen und rumballern wollen, ist die Mustang, ach Gott, ist die Hornet, ist das richtige Schiff. Aber, liebe Freunde, die Hornet ist kein Starterschiff. In keinster Weise. Sie hat kein Bett, sie hat kein Klo, sie hat keinen Tisch, sie hat keinen Stuhl, sie hat einfach nur ein Cockpit. Das ist alles. Also... da müsst ihr aufpassen, also wenn ihr sagt, hey, ist mir völlig wurscht, ich will halt kämpfen, dann kauft euch halt die Hornet, gar kein Problem, die kostet auch ein bisschen was, das Package kostet, glaube ich, über $100 und das, obwohl das nur so ein Jäger ist, die hat es aber faustdick hinter den Ohren. Die ist sehr, 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 sehr stark. Und sie hat vor allem hier so schwebende Waffen. Sieht sehr, sehr schön aus. Ja, es ist aber kein Einsteigerschiff. Also es ist kein Schiff, was jetzt geeignet wäre für jemanden, der ganz neu ins Spiel reinkommt und erstmal, ja, so ein bisschen erkunden will. Das ist kein Erkundungsschiff. Das ist ein eiskalter Killerbomber oder Killerjäger, der wirklich nur dafür da ist, andere kaputt zu machen. So. Ne? Ihr habt doch wirklich nur ein Cockpit, ihr könnt niemanden mitnehmen, jedenfalls in dieser Konstellation. Es gibt noch ein paar andere Hornets-Varianten, es gibt noch, zum Beispiel noch die Super Hornets, es gibt glaube ich 6 verschiedene Hornet-Varianten. Und bei der Super Hornet habt ihr noch einen zweiten Sitz, also da können 2 ins Cockpit rein und der eine, der verschwindet dann hinten in so einem Geschützturm. So, ich gehe mal einfach mal hier rein.
Die Hornet wäre vielleicht nochmal interessant im Zusammenhang mit Schiffen, die nicht flugfähig sind, ganz oft ist es jedenfalls der Fall, dass ihr als Ersatzschiff eine Hornet bekommt. Das ist so das Standardmodell. Dieses hier, was ich jetzt auch gerade habe. Und das ist auch der Grund, warum ich sie habe. Hatte. Ich habe sie halt immer noch, weil, naja. Also das Schiff, das war diese Drake Dragonfly. Das war nicht flugready. Das ist dieses kleine Moped gewesen. Ne? Und deswegen habe ich eine Hornet bekommen. Mittlerweile ist es flugfähig, aber ich habe die Hornet immer noch. Naja, soll mir recht sein. Da können wir sie wenigstens hier ein bisschen testen. Sie ist ein sehr, sehr wendiger, schneller Jäger. Ach komm, ich rede gar nicht viel. Ich fliege einfach, ich zeige es euch einfach. Das Ding geht ab wie Schmitz Katze. Ich gehe mal in den normalen Flugmodus. So, wir fliegen jetzt hier im normalen 230. Und ihr seht, das Ding ist relativ gut eingestellt. Also wir haben die Möglichkeit hier sehr, sehr, wie sagt man, gezielt, sage ich jetzt einfach mal, zu fliegen, ne? Also sehr, ja, normal, sehr, sehr angenehm. Können aber auch schnell drehen. Ne? Also wir haben all diese Möglichkeiten mit der Hornet, die hat ein extrem gutes Flugverhalten, was halt auch sehr, sehr wichtig ist im Kampf. Und wir haben einen Afterburner, der hat richtig Power. Schaut mal auf den Speed. Und ihr seht, wie schnell dieses kleine Schiffchen hier beschleunigt. Der Max-Speed ist eigentlich gar nicht relevant für uns, aber den gucken wir uns natürlich trotzdem mal an. 1,224 Meter pro Sekunde. Aber viel relevanter ist halt das Brems- oder Beschleunigungsverhalten dieses Schiffes. Weil es unglaublich schnell beschleunigt. Und deswegen ist der Afterburner natürlich auch sehr, sehr interessant hier zum Kämpfen. Ne? Weil ihr einfach sagen könnt, okay, ich werde gerade beschossen, ich ziehe meinen Afterburner rein, dann decouple ich mich, drehe mich um und hau meinen Gegner in Schutt und Asche. So, die Waffen hier sind nur Platzhalter, die drauf sind. Ich zeige es euch trotzdem mal kurz. Und zwar sind das CF2 zu siegen Badger Repeater. Ammo 0. Aha. Ja gut, weil eine Batteriewaffe ist, also eine Laserknarre. Und wir haben Raketen. Wir haben einmal BR Marksman 1. Davon haben wir 4 Stück. Das ist eine Size 1 Rakete. Interessant ist vor allem das hier, die Dominator. Das ist nämlich schon eine Size 2 Rakete und zwar eine EM Rakete. Ne? Wir haben IR und EM Raketen. Das kann ich nochmal allgemein vielleicht zu den Raketen erwähnen. Alle Schiffe haben eine Wärmesignatur und ja quasi eine... Wie nennt man das? Eine Art Ionen... wie nennt man denn sowas? Ionenfeld. Das kann man hier oben sehen. Nee, warte mal. Wo ist denn das Display? Wo ist das Display? Da gibt es ein Display. Da kann man sich das anzeigen lassen. Energy? War das hier mit dabei? Na, mehr oder weniger. Also, ja doch, genau. Hier seht ihr das. Also hier haben wir quasi die Hitze. Wir haben EM und wir haben IR. Und es ist halt so, je höher diese Werte hier sind, also EM oder IR, desto einfacher ist es für den Gegner, euch als Ziel zu markieren. Entsprechend seinen Waffen. Also, als Beispiel, wir haben hier eine Size 1 IR-Rakete. So, völlig wurscht ist mal, wie stark die ist. Relevant ist, die trifft natürlich nur dann jemanden, und er könnte auch nur dann jemanden ins Target überhaupt nehmen, wenn er eine entsprechend hohe IR-Signatur hat, dieses Ding hier unten. Wenn er das nicht hat, sondern dafür vielleicht eine hohe EM-Strahlung abgibt, dann wäre diese Rakete interessant. Das heißt, das Kampfsystem basiert aktuell auf IR und auf EM. Und insofern müsstet ihr dann mit den Raketen immer so ein bisschen abwägen, welche jetzt die richtige ist. Auf jeden Fall, dieses Schiff hat beide. Das heißt, wir können aktuell gegen jeden Gegner vorgehen. Egal wie groß ist, er ist, egal wie klein er ist und egal wie schnell er ist. So. Die Waffen hier, wie gesagt, vom Damage her, keine Ahnung. Ist egal. Ne, ist halt ein Platzhalter. Aber sie schießen auf jeden Fall, ja, halbwegs schnell. So, ich würde sagen, wir fliegen nach Daymar. Ich bleib mir treu. Zack. 3, 2, 1, minus 1. Minus 2, 0. So. Hat
irgendwie die gleiche Farbe wie die Constellation Andromeda. So grau-schwarz. Was den Kampf angeht, möchte ich nochmal erwähnen, dass die Hornet leider aktuell, obwohl sie recht stark bewaffnet ist, keine großen Chancen hat. Jedenfalls ist das meine Auffassung, meine Erfahrung. Das liegt an den Schilden. Denn die Schilde der Hornet sind sehr schlecht. Ich weiß gar nicht, was wir hier für ein Schild an Bord haben. Ist auch jetzt egal, aber die sind nicht gut. Ne? Wir haben schon mal gekämpft und haben direkt einen Flügel verloren. Und die Waffen sind an den Flügeln dran. Ne, das heißt, wenn also ein Flügel abgeschossen wird, dann ist die Waffe eben auch weg. Aktuell ist sie noch da, glaube ich, und backt dann nur rum, aber die wäre halt dann eben weg, ne? So, ich würde sagen, wir geben mal ein bisschen Esse und landen da mal. Das Schiff eignet sich, wenn man jetzt nicht kämpft, ansonsten natürlich für diverse normale Quests. Aber ihr müsst aufpassen, ihr habt keinen Innenraum. Und aktuell kann man leider keine Questgegenstände in das Cockpit reinstellen. Das wird sicherlich dann später gehen, also davon gehe ich einfach mal aus. Das möchte ich stark hoffen, dass das geht. Fliegen wir irgendwie? Komisch. Landing Gear deployed. Irgendwie kann Afterburner benutzen. Ach so, weil ich decoupled bin. Hahaha, so. Jetzt geht's. Landing Gear. So. Los geht's. Volle Esse. Hinten das fette, geile Triebwerk. Ganz in blau. So blau-weiß halt. Wo ich jetzt... Ach so, genau. Also ihr müsst aufpassen, ihr könnt halt keine Quests mit der machen. Also jedenfalls keine, wo ihr irgendwelche Dinge abholen müsst. Was ungefähr 60-70% der Quests aktuell ausmacht. Die wenigsten Quests sind zum Kämpfen und ihr wollt auch aktuell nicht wirklich kämpfen. Also da ist die Performance, auch wenn es bei mir immer ganz flüssig aussieht, aber die Performance zum Kämpfen ist bei den meisten aktuell nicht gegeben. Macht wenig Sinn, ne? Aber eben, also ansonsten könnt ihr alles machen. Also ihr könnt natürlich normal erkunden und so weiter. Das ist alles gar kein Problem mit der Hornet. Die ist dafür geeignet. Ihr könnt Fracht wohl nicht transportieren, also Frachtraum hat sie, soweit ich weiß, keinen. Wozu auch, ist halt ein Kampfschiff. Und ja, wie gesagt, es ist halt kein Einsteigerschiff und deswegen habe ich es mir eben auch bis zum Schluss aufgespart, weil ich der Meinung bin, das Schiff sollte man sich als Einsteiger vielleicht nicht unbedingt holen. Es sei denn, ihr wollt wirklich rumkämpfen. Ne, kann ja sein. Jedem das sein, also ja, jeder wie er möchte, ganz einfach, ne? Aber ich muss sagen, wir machen in der nächsten Folge nochmal ein kleines Fazit und fassen nochmal so ein bisschen zusammen und überlegen nochmal, welches Schiff ist denn jetzt vielleicht die Empfehlung, was der Sieger in Anführungsstrichen, das ist halt immer ein bisschen schwierig und auch wirklich Geschmackssache. Aber das Schiff hier kann ich euch jetzt schon mal spoilern, wird definitiv nicht dazu gehören. Weil es einfach zu wenig kann für diesen Preis. Es kann halt wirklich nur gut kämpfen, das ist alles. Ne? Aber ansonsten ein cooles Schiff, ne? Hornet, Hornisse, macht seinen Namen auf jeden Fall alle Ehre, sieht sehr, sehr nice aus, ein richtiger, geiler, kleiner Jäger. Da kann man echt nichts gegen sagen, ne, eigentlich. So, ein bisschen runtergehen hier. Und auch ganz nette Geräusche, ich gehe mal ins Cockpit rein. Gut, okay. Der Speed ist natürlich schon wirklich wahnsinnig gut. Also 1224, das ist schon awesome. Ich überlege mit der Freelancer waren es wie viel? 900? Oder 1000? Irgendwie so. Naja. Ihr könnt übrigens auch, kann ich mal zeigen, hier mit diesem Bildschirm auch ein bisschen arbeiten. Also könnt ihr zum Beispiel die Energie verstellen. Ne, ihr kriegt hier so eine kleine Anzeige, wohin die Reise gehen kann. Also ihr könnt jetzt sagen, okay, ich gehe mehr auf... warte mal, muss ich mal selber gucken wegen den Symbolen. Genau, die Shields waren das. Also ihr könnt halt die Waffen verstärken. Dann sind die Schilde aus. Und der Antrieb ist nie ganz aus. Also das ist, glaube ich, das ist nur die Manövrierbarkeit. Ne? Ihr könnt die Schilde verstärken oder eben den Antrieb verstärken. Ich glaube, aktuell ist es sinnvoll, so einfach in die Mitte zu gehen.
So wie ich das hier gerade auch wieder eingestellt habe. Aber eben, also ihr könnt eben die Waffen verstärken. Die machen dann, glaube ich, nicht mehr Schaden, aber sie dürften mehr Muni haben, also länger durchhalten, gerade die Laserwaffen, ne? Bei den Schilden ist, denke ich mal, klar, was dann passiert. Die halten einfach länger durch. Beim Antrieb vermutlich wird er mehr, also mehr zulassen, ein bisschen dynamischer agieren können, weil einfach mehr Power dahinter steckt. Aber so richtig spürt man das, finde ich, jedenfalls noch nicht. So, Eintritt. So. Ja, und sie fliegt sich halt sehr, sehr dynamisch. Also mit der baut ihr eigentlich keinen Unfall. Also könnt ihr eigentlich nicht. Vielleicht, wenn ihr das erste Mal reinkommt, aber eben. Also dadurch, dass das Schiff so präzise zu steuern geht, also wirklich super präzise. Ihr seht, ich gehe so ein bisschen an den Rand und es flutscht dann nicht so weg wie andere Schiffe, sondern es ist ganz, ganz präzise wie ein träger, dicker Kreuzer. Und erst wenn ich über so eine imaginäre Linie hinausgehe, dann kommt's nach. Aber da musst du schon wirklich sehr, sehr ausrutschen mit der Maus. Das ist sehr, sehr angenehm zu fliegen. Also vom Flugverhalten her finde ich es awesome gut, muss ich ganz klar sagen. Und auch durch die durch die Beschleunigung und Bremskraft, die es hat, baut die auch kaum Unfälle. Also da passiert eigentlich nie allzu viel. So, ich würde sagen, wir landen hier mal. Ah, vielleicht da links in dem Canyon? Da waren wir noch nie. Ah ja, Wind ist natürlich relativ heftig. Na, seht ihr ja. So, ja, können wir mal hier irgendwie landen. Würde ich sagen, wir landen mal. Ah, da vorne in dem Canyon. Warte mal, ich fliege noch mal ein bisschen näher ran. Ich könnte eben auch hier durch so einen Canyon durchfliegen, ne? Kann ich auch mal machen. Ich hoffe, ich baue jetzt keinen Unfall. Wir könnten eben hier auch so durch... Oh, okay, ich baue Unfall. Das war ja klar. Also ihr könnt auf jeden Fall hier auch... ich war einfach nur zu schnell. Ihr könnt ja auch so ein bisschen durchwurschteln. Ihr seht, es geht eigentlich ganz gut, wenn man nicht allzu zu radikal hier durchgeht. Hier so rum vielleicht. Das geht nicht mit vielen Schiffen. Ja. So. Ja, komm, wir landen mal jetzt hier einfach hoch, ein Stückchen noch hoch. So. Ah, hier sieht es so ganz gut aus. Landemodus. Ah, hier ist ein bisschen schief, aber das stört nicht, weil wir haben ja einen normalen Ausgang aus dem Cockpit. Hier übrigens die Raketen, ne? Die sind hier so versteckt unter dem Flügel. Also sieht man sie doch besser. Ja, also hier so links, da sind 2-2. Und da das gleiche Spiel nochmal. So, okay, dann lande ich hier einfach mal. Zack. Und wie gesagt, da können wir hier einfach aussteigen und haben da eigentlich nie Probleme. Eject können wir auch noch machen. Komm, wir machen nochmal Eject. Da habe ich Bock drauf. Aussteigen tue ich jetzt ja nicht, ne? Ich hab's ja gesehen. Ihr wisst ja, wie das geht. So. So. Ich glaube, am besten ist es im Landemodus hier durchzuheizen. Das ist dann zwar nur 50 Meter pro Sekunde, aber das fliegt sich eigentlich sehr, sehr angenehm. Unglaublich präzise. Und hier so schön an den Canyons vorbei. Oh, ruckel, ruckel. Könnt ihr euch so einen kleinen eigenen Parcours quasi überlegen, den ihr da fliegen wollt. Das ist schon lustig. Ja, oder halt im normalen Modus, aber da müsst ihr halt aufpassen mit dem Speed. Und nicht zu schnell hier durchrushen. So. Ja komm, dann machen wir mal Folgendes. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn man innerhalb einer Atmosphäre auf Eject drückt? Ich denke schon, oder? Aber nochmal. Ich gebe mal volle Esse. Was nicht viel ist, weil ich habe maximalen Safe Speed. Der dem Schiff aber völlig wurscht ist. Okay, dann beschleunige ich aber weiter. Immer weiter, ja. Yeah. So. Ja, dann mache ich mal hier einfach mal Eject. Gucken, was passiert. Hui. Ah, wer träumt nicht davon? Ich meine jetzt... Ich bin Gott. Ich schaue auf euch herab, liebe Menschen. Ich achte auf euch.
Meine Augen und Ohren sind für euch geöffnet. Ich glaube, so hat sich Zeus auf dem Olymp gefühlt. Aber ich falle runter. Oder? Ich glaube, ich falle ganz, ganz langsam runter von meiner unsichtbaren Plattform hier. Achtet mal aufs Bild, ich mach mal nichts. Ah, guck mal, so ganz, ganz langsam. Kann ich auch laufen? Ich kann springen. Hui! Ich komme zu euch. Wie sieht denn das vom... Oh. Ah ja, das ist auch eine schöne... Oh ja, das sieht gut aus. Mache unsere Strampelübung gerade. Müssen ja irgendwie in Form bleiben. Na, 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 na. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. So, okay. Ja, ich glaube, wir werden gleich sehr, sehr unschön landen. Aber wir fallen halt super langsam, ne? Ja, das sind doch so kleine Engine-Bugs. Das ist aber eigentlich ganz witzig. Eigentlich kann man sich so wunderbar auch verabschieden. Ist doch auch ein schönes Thumbnail, oder? Ich kann nur leider nicht weiter rausscrollen. Das ist ein bisschen schade. Das wäre cool, wenn das noch ginge. Naja. Ganz kurz husten. So, ja, liebe Freunde, das war die letzte Folge in der Einsteigerschiffe-Reihe, abgeschlossen jetzt mit der Hornet. Ich hoffe, die Reihe hat euch gefallen, hat vielleicht die ein oder andere Frage beantwortet und nicht mehr Fragen neu erschaffen, als man vorher hatte, hoffe ich. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn euch irgendwas bedrückt, wenn euch was unter den Nägeln brennt. Die nächste Folge, da werden wir nochmal so ein kleines Fazit, wie gesagt, machen zu den Schiffen und nochmal darüber quatschen. Ja, weiß ich nicht, was das beste Schiff ist, in Anführungsstrichen, ne? Weil ich glaube, ein bestes Schiff gibt's nicht. So. Und dann geht's wieder weiter im Let's Play, Freunde. Dann geht's ganz normal weiter. Ich muss mir nochmal so ein bisschen Gedanken machen, was wir noch vor uns haben, was wir noch Tolles machen können an Content. Und, ja, lasst euch einfach mal überraschen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt im Let's Play, was ich mal machen soll, wo ich mal hingehen soll, pipapo, dann schreibt es bitte einfach in die Kommentare und ich versuche das irgendwie einzubauen. So, ich möchte dir einen grandiosen Abschluss machen an dieser Stelle mit einem Aufprall, deswegen sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit Au. It's 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain. Now your forecast calls for. Some go.